Dieser kniende, betende Mann, das ist doch... Ja, tatsächlich. Es ist eine Statue von Adolf Hitler, der Buße tut. Ein provokantes Werk des Künstlers Maurizio Cattelan. You have it. 15-2-1576. Die Skulptur erzielte, trotz der schreckenserregenden Figur, einen Rekordpreis. Aber um sie geht es hier nicht, sondern um den Bildhauer. Wer ist er? Wer hat Hitler gebaut? Die Idee hatte Maurizio Cattelan, ein italienischer Starkünstler, dessen Kreationen Millionen wert sind. Erschaffen hat die Skulptur, abseits aller Blicke, Daniel Drouet, ein weniger bekannter französischer Bildhauer. Him, die Skulptur von Hitler, erinnert uns einmal mehr daran, dass die Vorstellung des einsamen Künstlers ein Mythos ist. Im 17. Jahrhundert verewigte sich Rembrandt allein auf seinen Bildern, obwohl jeder wusste, dass es in seinem Atelier von Assistenten wimmelte. Im 20. Jahrhundert wuchsen Tempo und Umfang der Produktionen einiger Künstler rasant an. Vasarely kam zeitweise nur einmal im Monat ins Atelier, um seine Werke zu signieren. Die Kunst wurde industriell und brachte ungewöhnliche, hochtechnische Werke zum Vorschein. Wie die monumentalen Kreationen von Jeff Koons, die ausschweifenden Installationen von Ai Weiwei oder die Arbeiten von Murakami, der Lithografien aus seinem Atelier signiert. Berühmte Künstler gehen dazu über, ihre Werke nur zu konzipieren. Die Ausarbeitung überlassen sie anderen. Auch Maurizio Cattelan arbeitet so und Ideen hat er viele. Einige sind einfach, wie diese für $120.000 verkaufte Ready-Made-Banane. Andere sind komplexer, wie der Hitler aus Wachs. Ist das nicht kompromittierend? Nach einer akademischen Laufbahn stellt der 79-jährige Daniel Drouet seine Hände in den Dienst von Maurizio Cattelan. Und einige der von ihm realisierten Werke wurden zum Mythos, wie JFK oder der von einem Meteoriten getroffene Papst. In aller Bescheidenheit. Cattelans Ruhm begann mit dem Papst, den ich für ihn gefertigt habe. Und vor allem mit der Hitler-Skulptur. Diese Werke gingen um die Welt und ließen Cattelans Ruhm explodieren, der davor eher mittelmäßig war. Die Arbeit von Drouet ist Cattelan mehrere 10.000 Euro wert. Können Sie eine Hitler-Skulptur anfertigen? Diese Anfrage bekam ich per Fax. Das nutzte man damals noch. In ein paar Zeilen schrieb er, ich brauche eine Skulptur eines etwa 12-jährigen knienden Jungen, der Buße tut, mit Hitlers Kopf. Punkt. Die Umsetzung war nicht einfach. Wie soll man Hitler darstellen, ohne ins Düstere oder Groteske zu verfallen? Ich begann, einen Körper aus Ton und einen Kopf zu modellieren. Ausschlaggebend an der Persönlichkeit Hitlers ist der Blick. Ohne diesen beängstigenden Blick ist es nicht Hitler. Er hat keine Krawatte, ist das schlimm? Skandal und Erfolg gehen in der Kunst oft Hand in Hand. Eines der vier Exemplare von Him hat es in die angesehene Sammlung von François Pinault geschafft. Es wird auf einem Konzertplakat von Philippe Catherine zitiert und auf einem Buchcover. Daniel Drouet wird nie erwähnt. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Name als Erschaffer, als Bildhauer des Werkes genannt wird, nach einem Entwurf von Cattelan. Dazu gibt es bereits ein Urteil. 1913 beauftragte Auguste Renoir seinen Assistenten Ricardo Guino, Skulpturen anhand seiner Gemälde zu realisieren. Signiert hat er diese nur mit seinem eigenen Namen, Renoir. Der junge, talentierte Ricardo verklagte ihn. Und im Alter von 80 Jahren erkannte man seine Mitautorschaft an diesen Skulpturen an. Als ich sah, dass meine Mitarbeit an Cattelans Werken ignoriert wurde, habe ich, nachdem ich meine Zusammenarbeit mit ihm beendet hatte, ein eigenes Werk geschaffen, das dieses System anprangert. Den Kuckuck. Der Kuckuck legt seine Eier, wie jeder weiß, in fremde Nester. Ich habe ein großes Ei gemacht, aus dem gerade etwas schlüpft. Der Kopf von Cattelan. Mit diesem Werk möchte ich ein System anprangern, in dem der Künstler eigentlich gar nichts tut. Es könnte sein, dass der Kunstmarkt mit seinen Machenschaften in Zukunft weitere solcher Streitfälle hervorbringt.
Verabscheuen Sie Catalan Daniel? Nein, nicht ihn, sondern das System. Ohne ihn hätte ich das hier nicht geschaffen. Aber ohne mich hätte auch er vieles nicht geschafft.